Okay, perfekt. Bei mir steht jetzt Einrichten des Meetings. Und ich glaube, wir könnten schon gerade live gehen. Oder wir sind schon sogar live. Es ist 20:32 Uhr. Ja, herzlich willkommen. Endlich wieder eine neue Folge. Zweimal, doch 2 Wochen haben wir nicht gemacht, Kelvin. Es gab dafür gute Gründe, sonst hätten wir es natürlich getan. Gar keine Frage. Soll jetzt keine Ausrede sein. Dafür haben wir halt den Special Gast, den wir schon letztes Mal angeteasert haben. Und zwar haben wir heute hohen Besuch dabei von Roamlike. Wie ihr so seht, sind wir gerade zu dritt. Ja, erstmal hallo in die Runde. Grüß Hi. dich, Christian. Schön, wieder dabei sein zu dürfen. Schön, dass du wieder dabei bist, Kelvin. Und Jens, wir haben dich noch ganz neu dabei. Jens, vielleicht magst du kurz dich vorstellen. Also, wir haben schon angeteasert, dass du von Roamlike dazukommst. Vielen Dank, dass es geklappt hat. Super, dass du auch so kurz dazukommst und auch zu so unüblichen Zeiten, sag ich mal. Das ist jetzt nicht die typische Bürozeit, vermutlich auch nicht bei dir. Vielleicht kannst du dich kurz einmal vorstellen, für die, die dich noch nicht kennen, und einmal vielleicht dich und einmal Roamlike einmal kurz, ja, mal 2, 3 Sätze dazu erzählen. Jo, super gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung und schön, dass es klappt. Mein Name ist Jens Büschkens, ich bin 29 Jahre alt, bin einer der Mitgründer von Roamlike. Und Roamlike macht Produkt- und Markenerlebnisse in Airbnbs und Ferienwohnungen. Und zwar bringen wir einfach Produkte in ja, die 4 Wände von einem Airbnb-Superhost oder von Vermietern, die eben eine Ferienwohnung besitzen und sorgen eben dafür, dass die Produkte von den Gästen erlebt werden können. Und zwar findet der Vermieter bei Roamlike eben alles, was man eben braucht, um die Wohnung auszustatten und ja, für die Vermietung ready zu machen und zu betreiben. Und weiterhin gibt es bei uns auch ab und zu mal Goodies, das heißt kostenfreie Produkte als ja, kleine Geschenke für die Gäste. Cool, okay. Und daher hast du, glaube ich, Kevin, auch schon Erfahrung mit gesammelt, ne? Da kam ja den Kontakt hierher. Genau, also ich bin jetzt seit knapp einem Jahr glücklicher Kunde sozusagen, glücklicher Gastgeber und hatte selbst schon die Ehre, das ein oder andere Produkt selber zu bekommen. Wie schon gesagt, also ich habe ganz viel bei den Gratiskampagnen abstauben können, wie zum Glück viele, auch viele KollegInnen da was abstauben konnten und habe jetzt aber ja mit dir zum Beispiel auch ein Bett über den ganz neuen Roamlike-Shop geholt, aber da gab es ja damals schon dieses Angebot, als wir eingekauft haben im Dezember. Und genau, so bin ich immer wieder auf der Startseite von Roamlike und stöber, was ich für meine Gäste Cooles raussuchen kann. Genau, und wir hatten ja in den letzten Lives immer mal wieder über Ausstattung gesprochen und ich bin immer mal wieder auf Roamlike zurückgekommen und dann gab es natürlich größeres Interesse, dass 2, 3, 4 Leute gefragt haben, wer oder was ist Roamlike und was machen die hier genau? Da haben wir uns gedacht, wir laden dich einfach mal ein. Ihr könnt am besten euch selbst repräsentieren. Genau, deswegen super schön, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir hier heute zusammen finden können und einfach mal so ein bisschen plaudern können, wie die Idee entstanden ist, was es so für Hürden gab, wie überhaupt Firmen am Anfang darauf reagiert haben, wie lange es gedauert hat, bis Erlebnismarketing ins Verständnis auch und ins Bewusstsein gekommen ist und was ihr bis heute schon verändert habt in der gastgebenden Welt in Deutschland. Yes, mega cool. Ja, finde ich auch. Also, vielleicht willst du ja mal erzählen, wie ihr oder wie das überhaupt entstanden ist, eure Firma, wie also der Gedanke oder die Idee überhaupt, genau. Ja, ich war ja ganz lange Zeit selber Superhost und habe hier in Köln meine Wohnung vermietet. Und ja, jetzt kommt so eine Story, die wir schon 100 Mal erzählt haben, aber ich war irgendwann in einem schwedischen Möbelhaus und habe gedacht, eigentlich möchte ich ja die Produkte, die ich da finde und kaufen kann, mitnehmen. Und zwar nicht die, die eingepackt sind, sondern eben die, die dieses kleine Etikett dran haben, damit meine Gäste eben sehen, dass ich vielleicht etwas hochwertigere Produkte gekauft habe als jetzt so der Durchschnittsvermieter und dass ich meinen Gästen eben was Besonderes bieten wollte. Und das geht natürlich nicht. Und im letzten Schritt war halt auch so die logische Konsequenz zu sagen, naja, eigentlich müsste ich die Produkte ja günstiger oder sogar umsonst bekommen, wenn ich die Produkte in meiner Wohnung bereitstelle, denn damit liegen sie ja quasi Werbung. Weil ich hatte eben auch die Erfahrung gemacht, und das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr vermietet, dass Gäste immer nachfragen und nachgucken, hey, was sind denn das für Produkte oder wo kann ich das denn kaufen? Weil in der Regel sucht man sich ja auch als Reisegast
Unterkünfte aus, die einem Spaß machen, die man schön findet, die den eigenen Geschmack treffen. Das heißt, man hat ja potenziell auch eine hohe Trefferquote sozusagen in der Ausstattung, dass man eben Sachen sieht, die einem ja gut gefallen, die man vielleicht auch gerne zu Hause hätte. Und mit dem Gedanken haben wir eigentlich die Firma gegründet. Wir, das sind vier Schulfreunde, Tim, Martin, Hendrik und ich. Wir kommen alle aus derselben Heimat, alle aus demselben Dorf und ja, kennen uns schon ewig. Deswegen war das eigentlich relativ ja, entspannt und nett, sozusagen in der Konstellation mit komplementären Fähigkeiten die Firma zu gründen. Weil jeder bringt von uns ein bisschen was anderes mit. Tim ist für die technischen Sachen zuständig. Hendrik verantwortet das Thema Finanzen. Martin bei uns Operations und ich eben das Thema Marketing und Vertrieb. Und so sind wir eben ja, strukturiert bei uns im Gründerteam und haben damit angefangen und erstmal mit Martin gesprochen, ob die das Thema interessant finden. Und Produkterlebnisse in Airbnbs, ja, kann man eben weit denken und weit verstehen, weil du kannst eben Samples in die Wohnung stellen, also kostenfreie Produkte für ja, Markenhersteller, die sowas auch schon kennen und die fanden das super und machen das auch gerne weiterhin mit uns, wenn dann gereist werden darf und viele Gäste da sind. Das ist natürlich aktuell so ein bisschen die Herausforderung. Aber es gibt ja auch Produkte, wo man einfach sagen kann, ja, das kann ich jetzt nicht verschenken. Ne? Also, dass man jetzt ein 1.000-Euro-Sofa oder eine Stereoanlage oder einen Fernseher kostenlos bekommt. Ich glaube, sowas ist und wird auch immer die Ausnahme bleiben, wenn sowas mal passiert. Der Regelfall ist natürlich, dass man dann irgendwie Rabatte farmen kann, weil man sagt, naja, Roamlike repräsentiert vielleicht eine große Anzahl von potenziellen Käufern oder wir haben ein hohes Produktinteresse an deinem speziellen Produkt und so weiter und so fort. Und deswegen hat sich Roamlike jetzt gerade auch durch die Corona-Krise so ein bisschen gewandelt und bietet neben den kostenlosen Produkten, die unsere Ursprungsidee war, eben auch Produkte zum Freundschaftspreis. Das heißt, du als Vermieter kannst bei uns Produkte eben zum Vorzugspreis erwerben und sorgst eben dafür, dass die Gäste auch erfahren, was das für ein Produkt und was das für eine Marke ist am Ende des Tages. Und dafür sind wir halt zuständig, ne? Dass der Gast dann halt sieht, was ist denn das genau, wo kann ich es kaufen, wie kann ich mehr darüber erfahren oder wie benutze ich das auch einfach optimal. Weil es gibt ja auch Produkte, die haben vielleicht noch das eine oder andere Feature oder Gimmick, was man so im ersten Moment gar nicht unbedingt entdeckt, wenn man sich jetzt einfach nur mal draufsetzt oder mal kurz damit rumspielt. Und das ist dann eben auch so ein Teil der Leistung, die wir erbringen, dass eben der Gast die Möglichkeit hat, all diese Informationen abzurufen und sich optimal mit dem Produkt auseinanderzusetzen. Ja, so kamen wir eigentlich zu der Idee und das war auch so ein Stück weit schon der Wandel, den wir jetzt so vollzogen haben. Und ja, das ist eigentlich so dieses zweigleisige System, was wir jetzt auch weiter verfolgen werden. Also einerseits die Pre-Products, die Gratisprodukte für die Vermieter und Reisegäste, sowie eben ja, die Ausstattung und all das, was du brauchst, um dein Business eben am Laufen zu halten. Ja, sehr spannend. Ich kenne die Geschichte ja schon. Ihr könnt auch, um das vertieft vielleicht nochmal zu hören, mit tiefergehenden Fragen in die Folge 11 vom Erhört-Podcast reinhören. Relativ am Anfang, da haben wir schon mal intensiv über die Idee von Roamlike gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Eigentümer, die jetzt hier zuhören, möglicherweise über den Kanal von Christian, sich wahrscheinlich auch dafür interessieren, ob das überhaupt lukrativ ist oder wie man Firmen dafür gewinnen kann, kostenlos Produkte zur Verfügung zu stellen und was da der Mehrwert ist, ne? So, also was die davon haben. Vielleicht kannst du da drauf kurz eingehen, dass du die Leute abholst, die selber vielleicht noch keine Ferienwohnung haben. Ja, also gerade als Eigentümer oder als jemand, der gerade das Business starten möchte, sind wir, glaube ich, fast die beste Hilfe, denn du sparst bei Roamlike eben die initialen Setup-Kosten für deine Immobilie oder kannst sie zumindest drastisch reduzieren, weil das, was wir erlebt haben, ist halt so ein Verhalten, dass viele Vermieter zu der Marke selber hingehen und so eine Art Pitch-Deck mitbringen und sagen, schau mal, das ist meine schöne Wohnung, gib mir doch mal Discounts auf deine tollen Produkte, damit ich dein Sofa bei mir hinstelle, deine Küche kaufe oder was auch immer. Ich sage den Gästen auch immer gerne, wovon das ist. Und das ist halt eine Lose-Lose-Situation, denn einmal muss der Vermieter jede Marke einzeln abklappern und da relativ bittstellerisch um irgendwelche Rabatte, ich nenne es mal betteln, ja, vielleicht verhandelt man sowas, aber das ist halt immer eine relativ ungünstige Verhandlungsposition, um da ein paar Euro zu sparen. Auf der anderen Seite hat die Marke halt den Aufwand, sich mit jedem einzelnen Ferienwohnungsvermieter einzeln ja, zu beschäftigen, den einzuschätzen und gegebenenfalls Rabatte zu gewähren oder auch eben eine Absage zu schreiben. Und hat immer noch das Risiko, dass der Vermieter eben nicht im besten Sinne der Marke den Reisegast auf die Produkte und Dienstleistungen der
Markenpartner hinweist. Und das ist natürlich ungünstig, weil wenn man jemandem Discounts gewährt, dann möchte man ja auch eigentlich, dass alles möglichst optimal an den Reisegast kommuniziert wird, dass die Bilder stimmen, dass die Texte stimmen, dass der Link zur Webseite vielleicht auch dabei ist und was auch immer einem als Marke eben wichtig ist. Und deswegen gibt es eben uns, weil wir schaffen zum einen eine große Auswahl für den Vermieter und attraktive Konditionen, wo du auswählen kannst, was brauche ich gerade, und da sind eben die Konditionen schon vorverhandelt und bieten dir eben Ersparnis als Gastgeber oder als jemand, der gerade damit starten möchte. Und auf der anderen Seite kann die Marke eben Zeit und Energie und Ressourcen sparen, indem man einmal mit uns quasi das Setup macht und dann Gastgeberanfragen einfach an uns weiterleitet. Weil das heißt, dein Personal muss sich nie wieder mit Ferienwohnungsanfragen beschäftigen, sondern sagt einfach, ja, wir haben quasi einen Rahmenvertrag mit Roamlike, melde dich da an und nutze deren Infrastruktur, weil damit können die Marke eben auch gewährleisten, dass die Kommunikation an den Reisegast optimal vonstatten geht. Und ja, wenn du gerade dabei bist, eine Immobilie auszustatten oder aufzubauen, dann kannst du das bei uns eben vormerken. Und dann gucken wir auch, wie wir dich noch besser unterstützen können, weil vielfach fängt es ja wirklich beim Fußboden oder bei der Tapete an. Und dann ist ja dein Status nochmal viel ja, früher, aber auch umfassender in dem, was du eben benötigst. Und da können wir eine ganze Menge lernen und eben die Gastgeber da auch gerne an die Hand. Genau. Und was man ja sagen muss, ist ja, ihr verhandelt ja vermutlich auch durch die Menge, die dahinter steckt, halt schon ordentliche Rabatte, ne? Also wir haben jetzt ja auch das Projekt, so kam man zu der ganzen Sache, wir steppen ja gerade ein Apartment, was wir gerade möblieren und was wir jetzt in die Kurzzeitvermietung überführen werden. Und da haben wir auch ohne weiteres ja einiges gespart durch eure Rabattaktion, ne? Wir haben jetzt, glaube ich, das Bett 500 Euro, glaube ich, günstiger gekriegt. Kevin, 600 sogar. 600 sogar, ja, genau richtig. Also das ist natürlich halt schon, was ich auch sofort bemerkbar mache. Ne? Das ist schon nicht wenig. Und wie gesagt, Kevin hat ja kurz auch noch kurz erwähnt gehabt, ihr habt ja auch diese Gratis-Produkte. Was kann ich mir da vorstellen oder wie stellt sich das da? Ja, also das geht tatsächlich quer durch die Bank. Wobei wir müssen auch ehrlicherweise sagen, dass wir ein kleines Team sind und unser Fokus gerade darauf liegt, eben Rabattvorteile zu verhandeln, weil Gratisprodukte in einer Corona-Situation zu argumentieren, ist halt sehr, sehr komplex und herausfordernd, weil das sind natürlich Mediabudgets, die gerade irgendwo anderweitig allokiert werden. Aber an Gratisprodukten haben wir wirklich alles Mögliche dabei gehabt oder auch in der Pipeline. Also vom Schnaps bis zum Sextoy, bis zu einem Gutschein für ShareNow zum Beispiel ist jetzt mit dabei. Da kannst du eben deinen Reisegästen sozusagen die Anreise erleichtern und gibst denen quasi einen Gutschein für eine günstige oder sogar kostenlose Fahrt. Also einen Transfer zum Beispiel vom Bahnhof zu deinem Apartment, wo der Reisegast dann eben nichts für bezahlen muss. Was natürlich super charmant ist, wenn du der Vermieter bist und sagst, schau mal, hier ist ein Gutscheincode, lade dir die App und komm umsonst nach hier. Das ist natürlich ein Luxus, ne? Also das ist ja nicht nur die Transferleistung als solches, sondern auch einfach so ein Entgegenkommen und ein Mitdenken und ein Involvement als Vermieter, was man sich als Reisegast natürlich super gerne wünscht, aber das macht ja kaum einer. Und wenn man sich darüber differenzieren kann, ist das, glaube ich, einfach ein mega Vorteil. Und das ist auch so genau das, wo wir quasi drauf gehen. Also wir möchten verstehen, wie kannst du als Vermieter der beste Superhost der Welt sein? Was brauchst du dafür? Und wir sorgen dafür, dass du es bekommst, entweder günstiger oder umsonst, um einfach das Beste aus deiner Vermietsituation zu machen und dich eben auch gegenüber anderen Gastgebern zu differenzieren und ja, einfach einen besseren Service oder eine bessere Leistung für gegebenenfalls den gleichen Preis anbieten zu können. Weil wenn du dir jetzt vorstellst, du hast irgendwie eine Konkurrenzsituation in deiner Vermietungslage, in deiner Region und du bist derjenige, der für 150 Euro die Nacht nochmal einen gratis Transfer oben drauf legt, den Baileys in den Kühlschrank packt und eine bessere Matratze bietet, ja, dann hast du schon mal irgendwie 3 Checkboxen beim Reisegast gemacht und der kommt dann natürlich gerne wieder zu dir und bucht eben nicht bei der Konkurrenz. Und das ist ja genau das, wo du happy bist, wo der Gast happy ist, wo die Marke happy ist und wo wir auch happy sind. Und das ist genauso dieses Ökosystem, was wir eben aufbauen und weiter vergrößern möchten. Und da finden so viele Marken statt. Ne? Also das kann man ja unendlich vergrößern, was da alles reinpasst. Also vom Streaming-Service, ja, sei es jetzt ein Spotify, ein Netflix, ein Sky, bis zum Fußboden der Tapete, der Lampe oder irgendwelche öffentlichen Services, sei es jetzt dein Busanbieter oder I don't know. Ja, also da findet so viel Platz. Und das ist natürlich das Charmante dabei.
Weil das ist letzten Endes so die Botschaft oder die Philosophie von Romlike, dass wir eben glauben, der Gast am Ende des Tages ist ja überzeugt von den Sachen, die er im Urlaub erlebt hat, weil er sagt, hey, guck mal, ich kann jetzt hier Bundesliga gucken, ich liege auf einem super bequemen, geilen Sofa, ich kann mir das vielleicht auch nochmal mit einem Vorzugspreis selber kaufen und insgesamt picke ich mir quasi die Sachen aus meinem Erlebnisurlaub raus, die für mich persönlich passen. Und dann bist du einfach nicht nur überredet worden, das Produkt zu kaufen, ja, sondern also weil du jetzt dich hast beraten lassen oder Werbung bekommen hast, sondern du bist wirklich überzeugt und stehst dahinter und redest auch mit deinen Freunden darüber und zeigst den Fotos aus dem Urlaub und sagst, schau mal, wie geil das ist, weil das einfach total Spaß macht und du das ganz anders aufgenommen hast als Produkte, die dir einfach nur so, ja, mit denen du überwältigt wirst letzten Endes in deinem Alltag. Mit Sicherheit ein bisschen Emotion dabei, ne? Wenn du das erlebt hast, wenn du sagst, da hast halt Erfahrungswert, ist was anderes. Selbst eine Matratze Probe liegen, ich sag mal so ein Matratzenmarkt, ist was anderes, als wenn du wirklich mal mehrere Nächte drauf geschlafen hast, ne? Das ist absolut. Andere Emotion dabei, durchaus, gar keine Frage. Aber wie werde ich hier bei dir Kunde? Also kann ich jetzt jederzeit mich bei dir registrieren? Hast du irgendwelche Aufnahmekriterien? Weil ich meine, du wirst wahrscheinlich auch irgendwie, ihr wollt ja wahrscheinlich auch Menge haben, damit das Ganze halt als ganzes Paket ja mal interessanter wird. Wenn ich jetzt Bedarf hätte oder Interesse hätte, wenn ich jetzt sage, ich höre das gerade und sage, boah, hört sich cool an, kann man sich mal anschauen, was muss ich tun, was muss ich erfüllen, was sind so Kriterien, um bei euch gelistet oder halt Kunde zu werden? Ja, also du musst halt am besten schon aktiv in der Vermietung sein. Das heißt, du hast einen Link zum Beispiel von einem Airbnb Inserat, was du selber betreibst. Und damit kannst du dich bei Romlike anmelden. Dann gehst du auf romlike.com, trägst dein Inserat ein und los geht's. Dann kannst du schon losstöbern, was für dich dabei ist. Manche Gratisprodukte werden eben entsprechend auf deiner Immobilie ausgesteuert. Das heißt, manchmal ist es eine regionale Aussteuerung, dass man halt sagt, ja, die sind jetzt nur in Norddeutschland verfügbar, die Produkte oder wie auch immer. Ja, das ist ja eher aus so einer, ja, nennt sich im Marketing Targeting, also eine Zielgruppenansprache, wo man eben Produkte möglichst Zielgruppen genau eben bereitstellen möchte und dafür können wir das dann eben ganz gut gewährleisten. Da hat dann nicht jeder Gastgeber unbedingt Zugriff drauf. Aber die meisten Produkte, die du eben kaufen kannst, die sind eben für jeden verfügbar. Das heißt, wenn du eine Immobilie schon hast in der Vermietung, dann kannst du bei uns schon losstöbern und zuschlagen. Wenn du noch nicht vermieten solltest, sondern gerade erst dabei bist, die Immobilie aufzubauen, dann kannst du eben das auch bei uns machen. Dann hinterlegst du es quasi als findet sich gerade im Aufbau und dann prüfen wir das oder sprechen uns mal mit dir ab und dann bekommst du eben nach einer gewissen Zeit Zugriff auf das Portfolio. Okay, klingt echt mal sehr entspannt und sehr cool. Calvin, du hast jetzt auch schon mehrere Erfahrungen damit gesammelt können. Sag mal vielleicht noch zwei Sätze dazu von dir. Was kann man, außer der coolen Story dahinter, mit den vier Schulkameraden, die aus demselben Dorf kommen, denselben Ziel zu verfolgen? Ich glaube, der Höhepunkt war, dass meine Wohnung komplett über, ich glaube, 40 Stories in Instagram mal erwähnt wurde und wirklich jedes kleinste Detail gezeigt wurde und da natürlich auch Romlike zu beigetragen hat zum Wohlfühlfaktor. Ja, ich habe, wie schon erwähnt, ich habe viele Gratis-Kampagnen mitgemacht. Ich hatte ja ganz lange nur zwei Inserate. Da gab es dann nie irgendwie Hürden. Ich habe ganz oft die Dinge bekommen und mich immer gefreut. Und jetzt, seitdem ich ein paar mehr Inserate habe, merke ich, okay, gerade bei den Gratis-Kampagnen, so Post-Corona-Welle 1, kamen wieder mehrere Kampagnen online. Ich glaube, auch im ersten Lockdown war klar, okay, gratis ist jetzt gerade einfach gar nichts. Wir können froh sein, wenn wir alle unsere Mieten decken können. Danach ging es voll los, kam gefühlt jeden zweiten Tag was online. Also die Jungs haben viel gearbeitet dafür. Und dann, da habe ich dann gemerkt, okay, ich kann jetzt nicht für mittlerweile 6 Inserate alle ausstatten, sondern da gibt es dann ein begrenztes Kontingent und so. Also damit muss man dann einfach rechnen. Ist aber auch in Ordnung, glaube ich, wenn ein Gastgeber nicht 28 Wohnungen ausstattet und die Hälfte der anderen Leute dann leer ausgeht oder sowas. Das ist ganz cool. Also es gibt so einen großen Fairness-Faktor noch dabei, dass wirklich bemüht oder dass Romlike sehr bemüht ist, dass alle was davon haben, alle davon profitieren können. Und ich glaube, das macht es so besonders, ne? Also man hebt sich zwar ab, aber man
Alle sind gleich und keiner ist gleicher, nicht so wie Erich Honecker das gerne propagiert hat früher. genau, und ich fand, also ich finde es ein super Service. Es wird dir immer zu deiner gewünschten Lieferadresse geschickt, mal von Roam-like, mal nicht von Roam-like. Ich hatte es jetzt auch schon zweimal, dass Sachen kaputt gegangen sind während des Transports. Das war einmal Waschmittel von Dovide. Nachhaltiges Waschmittel kam super gut an, bei manchen nicht, weiß ich nicht. Scheinbar sind da die Geschmäcker auch wie so oft unterschiedlich. Da kam aber auf jeden Fall ein Päckchen kaputt. Das habe ich dann kurz gemeldet bei den Jungs und habe innerhalb von 3 Tagen, glaube ich, ein neues Päckchen gekriegt. Und beim Geschirrset von Villeroy und Boch war es ähnlich. Da habe ich auch eine kaputte Schüssel gehabt, habe das gemeldet und habe direkt eine neue Schüssel geschickt bekommen. Also da gab es nie Probleme. Genau, das Einzige, was halt mal passiert, aber das kann man total verkraften, finde ich, ist, dass es einfach manchmal wirklich lange dauert, bis was ankommt. Das war jetzt bei den erwachsenen Spielzeugen so. Die haben einfach lange gedauert. So, man hat sich einfach darauf gefreut, auf die Reaktion vom Publikum, ne, von den Gästen so. Wie reagieren sie, wie reagieren sie? Und dann musste man 2 Monate warten, bis das ankam. Genau, das ist so ein bisschen wie Kinder, die auf Weihnachten hoffen. Jedes Mal, wenn ein Päckchen von Roam-like kommt, strahlt man. So wie die Zalando-Werbung das propagiert hat früher. Genau. Nee, also ich kann eigentlich durch die Bank weg nur Positives berichten und eigentlich auch genau das, was Jens auch schon gesagt hat. Also wenn es Wünsche gibt, wenn es irgendwie Probleme gibt oder so und man sich direkt an die Jungs wendet, dann wird eigentlich auch immer alles versucht, dass da eine Lösung gefunden wird. Und wir hatten ja auch vom Podcast aus eine Wunschliste mal angefertigt in Gemeinschaft sozusagen, die Community zusammen mit uns als Hoster vom Podcast. Und das hat ganz gut geklappt. Es hat manchmal ein bisschen gedauert, bis Rückmeldung kam, aber auch dort sind dann einfach Kampagnen online gegangen, die das aufgegriffen haben, die diese Produktwünsche realisiert haben. Und ich glaube auch nur so funktioniert Roam-like. Also Roam-like ist nur so gut wie wie das Feedback der Hosts und Gastgebenden. Und wenn da halt nicht viel kommt, dann kann man natürlich auch nur ins Blaue raten, was man jetzt gerade mal für die Gastgeber holen soll. Deswegen alle die, die jetzt hier zuhören und Gastgeber sind, schreibt fleißig in die Gruppe, schreibt den Jungs privat oder so oder in den Chatbot auf der Seite, schreibt es überall hin, was ihr haben wollt. Ich kann aus Erfahrung sagen, es passiert auch in der Regel. Zumindest kriegt man Feedback, warum es nicht funktioniert. So. Genau. Und ansonsten freue ich mich natürlich, dass jetzt seit Anfang Januar der Shop online ist. Wir haben auch schon eine Folge dazu aufgenommen, die kommt jetzt sehr demnächst, wo wir mal so ein kleines Walkthrough machen, wie es mit dem Shop funktioniert. Da sind natürlich auch super viele Sachen drin, seien es jetzt Accessoires oder Handtücher oder so. Und da ist natürlich dann auch beeindruckend, wenn man sieht, dass Handtücher von Möwe, keine Ahnung, günstiger sind als jedes Amazon-Produkt, was man so findet, in dieser Qualität zumindest. Also an dieser Stelle Chapeau, Hut ab, habt ihr gut gemacht. Danke, das Ja. freut mich. Tatsächlich haben wir da auch, also so gerade die ersten Produkte, da war wichtig, ja, dass es halt auch Produkte sind, wo man merkt, okay, das ist irgendwie eine Hotelqualität oder das ist irgendwie was Besonderes, was man vielleicht auch so gar nicht unbedingt kaufen kann. Und ja, da wird es auch in Zukunft nochmal ein paar Highlights geben. Hatte ich ja auch so schon mal verraten, was da noch so in der Pipeline ist. Ich glaube, da sind ein paar ganz coole Sachen mit dabei. Und ja, auf jeden Fall hilft es mega, also es hilft uns natürlich immer, Feedback zu bekommen. Und je genauer wir verstehen, was man als Vermieter eben braucht oder auch welche Marke man sich wünscht, desto einfacher ist es dann für uns, ja, die auch zu akquirieren und da ins Gespräch zu gehen. Ja, cool. Auf jeden Fall, es hört sich auch nach diesem klassischen Win-Win und nochmal Win, also eigentlich den Dreifach-Win an. Ich kann als Hersteller kann ich mich bei bestimmten Produkten in bestimmten Zielgruppen sehr gut positionieren. Ich kann, wie du schon gerade sagtest, Jens, gut targetieren. Ich kann sagen, das Produkt ist nur für die Region oder das ist nur für diesen Bereich interessant. Das heißt also, kann ich also als Anbieter, kann ich mir direkt eine ziemlich gute Zielgruppe ziemlich genau targetieren. Ich kann als Host, kann ich dafür sorgen, dass ich halt so ein paar Goodies kriege, ein paar Bonus oder Boni habe, die ne, mich halt absetzen vom Markt. Und der Gast, ja, der hat auf jeden Fall ja von allen am meisten gewonnen, weil er ja dadurch halt irgendwelche Upgrades kriegt, ohne dass er irgendwie davon was mitkriegt und vielleicht sogar noch dann ein glücklicher Kunde bei einem Produkt wird, was ja wieder bei euch gehostet wird. Und damit wird er der Kreis sich schließen. Also von daher ist das schon, klingt echt nach einem coolen Konzept.
Ich habe auch mal gerade kurz schon mal eure Seite unten verlinkt in den Kommentaren. Wenn also jemand Kontakt sucht, ronmack.com ist ja schon mal gerade genannt worden. Und sonst unten in den Kommentaren ist es auch drin. Einfach draufklicken. Wie Kevin gerade sagte, der Kontakt ist halt unkompliziert, schnell und einfach. Wie gesagt, wir haben gerade schon erfahren, die Aufnahmebegrenzung ist, dass man also entweder ein Projekt schon akut in der Pipeline haben muss oder schon mindestens ein Objekt gerade bei Airbnb gehostet haben muss. Und dann kann man schon mit euch ins Gespräch kommen. Das heißt also, die Hürde ist nicht allzu hoch. Ich würde sagen, jeder, der wirklich ernsthaft Interesse hat, kann die auf jeden Fall erfüllen. Jens, war echt spannend zu hören, was dahinter steckt. Ich habe immer nur von Kevin gehört, wir machen das da bei Roamlike und nehmen Roamlike und mach das. Und wie gesagt, wir haben auch schon monetär davon profitiert, durch die Bestellung, durch eure verhandelten Goodies, ne, haben wir halt genutzt. War auf jeden Fall sehr spannend. Vielen Dank, Roger, dass du dazukommen konntest. Hat uns sehr gefreut, oder mich persönlich, kann ich für mich sprechen. Kevin kann das selber für sich machen gleich. Vielen Dank für deine Zeit. War echt spannend. Dankeschön. Ja, freut mich sehr, Christian. Und danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Wer sich anmelden möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Vielleicht noch ein Satz, wie man auch mit uns Geld sparen kann. Weil viele nutzen natürlich auch digitale Gästebücher. Und das gibt es bei uns auch kostenlos. Also du kannst deinen Gästen eben alle möglichen Informationen zu deiner Umgebung, zum WLAN-Passwort, zu den Tipps und Tricks, die es eben mit deinem Mietobjekt quasi so auf sich hat, kannst du mit deinen Gästen teilen. Das ganze Thema heißt bei uns Welcome Book. Und wenn das von Interesse ist, dann gibt es dazu, glaube ich, auch schon einen Podcast, oder? Mhm. Kevin? Genau, das haben wir in Folge 11 thematisiert. Ich verlinke die Folge auf jeden Fall auch mal da. Alle die jetzt sagen, oh, ich will ein bisschen mehr wissen, aber vielleicht nicht direkt mit euch telefonieren, gibt es, glaube ich, auch nochmal eine Dreiviertelstunde ein Walkthrough durch Roamlike. Genau, ich kann ja auch eins meiner Welcome-Books einfach mal verlinken. Mal präsentieren, ne? Also einmal zumindest mal kurz zeigen, was man da kann. So kam man eigentlich auch mit in diesen Bereich rein, weil du sagtest, ich habe ja ein digitales. Ja. Und da genau. Vielleicht können wir das auch einmal irgendwie mal vielleicht für die nächste Folge mal anplanen oder mal andenken, dass du es einfach mal präsentierst. Ja, sehr gerne. Genau, das machen wir. Ich kann es ja auch einfach mal verlinken. Dann verlinke ich alles fleißig. Und wir hören uns bestimmt ganz bald. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und uns begleitet hast. Und ich finde es immer wieder spannend, darüber zu reden. Mag es auch sehr gerne. Christian kann da ein Lied von singen. Ich rede viel von euch. Genau. Stay tuned. Es kommt gleich ein Podcast zum Shop-Launch dazu und auch ein Video, was gerade in Planung ist auf YouTube. Also ihr werdet noch ein bisschen was hören. Einfach bei uns mal reinfolgen und irgendwie mal gucken, dass ihr da immer auf dem neuesten Stand bleibt. Und danke, dass du da warst. Vielen Dank, dass du unser Live-Format besucht hast. Du warst unser erster Gast. Wir sind sehr froh, dass das alles so glatt gelaufen ist. Genau. Ja, besten Dank für die Einladung und dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Dir auch. Mach's gut. Vielen Dank. Danke. Ciao, ciao. So, Kevin, damit wären wir noch zu zweit. Die alte, bekannte. In gewohnter Zweisamkeit. So, wir haben Updates. Ich habe welche in Sachen Baufortschritt. Ich war heute im Objekt. Wir haben letzte Woche ein bisschen was machen können. Ich habe ein paar Fotos gemacht. Ich würde dich gerne mal direkt zeigen. Ich mache mal meinen Bildschirm frei. Und dann kannst du gucken. So, siehst du, was ich sehe? Also ich sehe, was du siehst. Sehr gut. Ich habe ein paar Bilder gemacht. Ich weiß nicht, 10, 11 Stück oder sowas. So wie es aussieht, das ist wert heute. Siehst du ja da, 16.43 Uhr aufgenommen. Waschbecken ist weg, warum auch immer, weiß ich nicht, war eigentlich nicht geplant. Eigentlich hat man gesagt, Stand-WC soll getauscht werden, jetzt ist Waschbecken auch anscheinend weg. Vorhang ist weg, alte Armatur ist noch da, wie du siehst. Aber wie gesagt, wird schon langsam Rückbau, sind wir schon in Arbeit. Spiegel ist auch weg. Wir müssen einen kleinen Plan ändern. Und zwar ist der einzige Stromauslass hier oben. Ja. Du hattest den Spiegelschrank ausgesucht gehabt, der ist per se immer einzuschalten. Das heißt also, wenn ich habe außen einen Schalter, womit ich Licht an- und ausschalte.
Und dann müsste ich an dem Spiegelschrank, der eine Beleuchtung hat, müsste ich auch nochmal erst einschalten. Das heißt, wir werden hier noch eine zweite Lampe hinhängen müssen, die halt dann geschaltet wird vor draußen. Ah, okay. Ihr habt keine Deckenlampe sozusagen. Nein, es gibt keine, genau richtig. Es gibt nur diese einzige und das ist diese Stelle hier. Ne? Verstehe. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich, das wusste ich nicht. Aber okay. Ich habe gedacht, da machen wir irgendwie so einen Deckenstrahler, irgendwie LED-Basis oder was, die brauchen wir nicht. Ne? Dann hast du dadurch halt ja dann dieses permanente Licht und wenn du halt am Spiegel mehr Licht brauchst, dann kannst du am Spiegel halt den einschalten einzeln. Ne? Ja. So habe ich mir das vorgestellt und ist ja kein Problem. Also das ist ja überschaubar, das ist Kosten sind, glaube ich, absolut vernachlässigbar. Also, ne, wie gesagt, alles im Rahmen. Okay. Genau, dann geht's weiter. Selbe Bild immer noch. Also, wie gesagt, Duschkabine ist übrigens auch schon da. Die wird auch dann später noch eingebaut. Warte, Standwitz hier wird noch getauscht. Da ist jetzt nicht mehr zu sehen. Das ist nochmal Badezimmer. Ich übergehe das mal ein bisschen schneller, weil da sieht man immer dasselbe. Gesamtansicht. Ah, genau, hier siehst du. Oh, krass. Ja, Fliesenspiegel. Genau, wir haben angefangen. Also Küche ist weg. Boden ist raus, wie du siehst. Der schwarze Boden. Der war auf so einem Linoleum geklebt. Das Gute war, der ist nur teilflächig geklebt gewesen. Das siehst du vielleicht gleich an einigen Stellen besser. Da sieht man noch das doppelseitige Klebeband, was noch da auf dem Boden liegt. Krass, also ging es doch besser als gedacht ab. Absolut, richtig. Also eigentlich ist immer so, dass bei Baustelle läuft ja immer alles viel schlechter, als du es geplant hast. Und hierbei Boden ist auf jeden Fall genau das Gegenteil, was ja wirklich überraschend ist. Also da geht es immer nur schlechter. Ne? Ja, sehr cool. Dafür aber, hier siehst du ja, Fliesen haben wir abgemacht. Und Fliesen ist halt hier Ständerwerk. Man sieht ja, also hier ist ja der Träger dahinter. Die lösen sich sehr weit mit ab. Das heißt, wir werden wahrscheinlich hier neu beplanten müssen. Okay. Weil das siehst du gleich am nächsten Foto auch. Geht es nochmal weiter? Hier rechts an dem Teil, das ist halt, wir hätten halt versucht, dass wir die Fliesen halt so abkriegen. Oder vielleicht mal zwei Sätze mehr dazu gesagt. Also die Küche stand ja vorher genau hier mit dem Fliesenspiegel, war die zu Ende. Was wir jetzt aber machen werden, wir jetzt die Küche ja über die gesamte Breite ja holen. Das heißt ja, damit fehlen mir ja quasi hier Fliesen. Ja. Diese Fliesen vielleicht nicht mehr ganz so modern, ganz so schick und die gibt es auch nicht mehr nachzukaufen. Also gibt es so einen Fliesensuchdienst, ist aber unbezahlbar und deswegen haben wir gedacht, okay, der einfache und coolere Weg ist einfach, diese paar Fliesen abzumachen. Dann würden wir den Bereich hier komplett quasi diese Wange hier, den Bereich hier und hier links die Wange quasi auch mal neu fließen. Dann auch mit dem aktuellen, weiß nicht, weiße Hochglanzfliesen, 30x60, also so man es heutzutage macht, was halt auch modern aussieht, halt neu fließen. Deswegen gesagt, also kommt jetzt der Fliesenspiegel runter. Also nur als Hintergrundinformation dazu, warum man den überhaupt abmacht. Weil der war sonst intakt, also der war nicht kaputt. Vielleicht nicht der hübscheste mehr heutzutage, aber wie gesagt, funktioniert er da alle Male. Normalerweise kannst du halt die Fliesen recht gut abkriegen, sodass du halt dann später halt Fliesen draufkleben kannst. Aber wie gesagt, die Unterkonstruktion scheint auf jeden Fall nicht allzu sehr Tragkraft zu haben. Deswegen löse ich also komplett das ab. Ne? Okay, ja, unglücklich. Mit dem Riegelsblatt nochmal neu verkleiden müssen. Ist halt so. Ja, da ist wieder halt Baustelle, ne? Es kommt immer schlimmer, als du es denkst. Was haben wir hier nochmal? Küche? Also hier sieht man nochmal auf jeden Fall, hier siehst du ja, das ist ja der Aluträger. Ne? Also da ist ja, klar. Extrem runtergekommen. Deswegen werden wir da wahrscheinlich dran machen müssen. Nochmal ein Bild. Genau, hier siehst du die Außenwand schon mal dazu. Da war ja das mit der Tapete. Da kommen wir auch direkt hinzu. Und zwar haben wir jetzt auch angefangen, schon mal Tapete abzumachen da. Hier ist das. Das ist so ein jetzt kann man es, glaube ich, recht gut sehen, ne? Ja. Das ist irgend so ein komischer Rauchputz, der irgendwie komisch angebracht wird. Also du siehst hier ziemlich genau die Nahtkante, wo vorher das ist die normale Tapete, die Rauchfaser. Dann ist das jetzt ziemlich genau ausgeschnitten. Und dann mit so einem komischen Rauputz aufgeputzt. Also ich weiß nicht, warum oder was das für einen Hintergrund hat, habe ich auch so noch nie wirklich gesehen. Auf jeden Fall hat er so, werden wir das hier machen. Tapete werden wir abkratzen, also ne, klassischer Weg halt einweichen und dann halt runter mit der Tapete. Hier mit dem Rauputz werden wir wahrscheinlich abschleifen müssen, weil es ist ja aufgeputzt. Ne? Ja, okay. Wie gesagt, habe ich so noch nicht gesehen, keine Ahnung, aber kriegen wir weg. Ne? Da wird es auf jeden Fall einheitlich gemacht. So, dann geht es weiter.
Da kommt ja später die Special-Tapete hin. Ne? Das ist ja das Bett, kommt ja quasi hier so vor, ne? Hier irgendwie so. Und da machen wir jetzt gerade die Wand schön blank, dass wir dementsprechend die Vinyl-Tapete mit dem Fotomuster drauf kriegen. Genau, also das ist auch schon eine Arbeit. Die Tapete ist sehr schon cool. Noch ein paar Fitzen drauf. So, dann hier nochmal eine Ansicht. Einmal seitlich. Genau, Boden siehst du auf jeden Fall nochmal großflächig. Ja, Boden auf jeden Fall auch nochmal machen müssen. Und letzte Bild, Wohnbereich. Da haben wir. Ach, hier siehst du zum Beispiel Tapetenkleber. Ach, Tapeten, doppelseitiges Kleber. Doppelseitiges Kleberband, ja. Hier siehst du auf jeden Fall ganz gut, wo es noch halt auf dem Boden klebt. Also, wie gesagt, das war so. Das sah am Anfang aus, als wenn es richtig gut haften würde, hat es aber nicht. Ne? Okay, verstehe. Genau. Also, das ist jetzt der Zustand von der Wohnung. Wie gesagt, heute 16.30 Uhr. Ne? Also das ist quasi aktuell, was wir haben. Wir werden diese Woche sehr wahrscheinlich die Fliesen komplett runter haben. Wahrscheinlich den Aufbau wieder von der Wand dahinter machen. Dann werden wir auf jeden Fall gucken, dass wir den Boden dann gemacht kriegen. Das kommt aber erst nach dem Anstrich. Wir machen also zuerst die Tapete, weil wenn den alten Boden drin ist, ist ein Vorteil, jetzt musst du halt nicht gut abkleben. Ne? Wenn da was am Boden fällt, ist es ja egal, weil dafür der Boden eher entsorgt. Ne? Deswegen lassen wir den alten Boden immer beim Anstrich noch drin. Wenn der Anstrich fertig ist, dann kommt erst der neue Boden rein. Und das Gute ist ja auch noch, es kommt ja die Fußleiste dran. Das heißt, du musst auch nicht so genau am Rand immer unten hin halt malen, weil wenn der 2 Zentimeter halt Lücke lässt, da kommt eine Fußleiste drauf, die ist 4 Zentimeter, dann ist es halb so wild. Ne? Sieht man das stimmt, das sieht dann gerade aus auf jeden Fall. Ja, genau, perfekt. Deswegen, also das ist jetzt so der Plan, dass wir jetzt quasi die ich würde sagen fast Rohbaumaßnahmen, aber ja, also halt den Küchenbereich da mit der Wand wieder herstellen, dann wie gesagt tapezieren. Zumindest die Tapete an dem Lichtschalter, dann einmal komplett streichen, dann der Boden rein und dann würden wir dementsprechend die Fließtapete dran packen. Und da wären wir schon bei Thema Einrichtung. Ne? Gut, Bad muss gemacht werden zwischendurch. Material muss ausgetauscht werden, Porzellan muss neu, Duschkern muss auch gebaut werden. Genau, aber das ist so der Plan für die Next Steps. Sehr cool. Ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, wie meine Steps aussahen. Ich habe ja nicht untätig rumgesessen. Nee, genau. Ich habe schon mal, es fehlen ja noch Kleinigkeiten. Da habe ich auch nochmal Ausschau gehalten, was wir haben könnten. Habe auch mit Roamlike tatsächlich Kontakt dazu aufgenommen, was uns noch fehlt, ob es da kurzfristig noch Deals für den Shop gibt. Und da haben sie mir nur gesagt, ich soll jeden Tag mal reingucken, weil es kommt gerade jeden Tag was Neues und dass es schwierig ist. Was ich aber noch gemacht habe, weil mich das super interessiert hat, weil gerade Essen ja auch eine sehr, sehr spannende Stadt ist bezüglich der DAX-Unternehmen. Ich habe mich nach Relocation-Managements umgeschaut. Das sind Management-Services, die kümmern sich darum, ja, Geschäftsreisende, Business-Partner oder Geschäftspartner unterzubringen aus verschiedensten Ländern. Die organisieren dann von der Reise, also von der Flugbuchung bis zur Visa-Beantragung hin zu Wohnungsanmeldung alles und suchen immer Unterkünfte natürlich für ihre Kunden. Und da werde ich jetzt mal in die Kaltakquise gehen. Da werde ich dir dann auch nochmal schreiben, was wir genau für Angaben dort machen müssen. Die sind ein bisschen detaillierter als auf Booking oder so. Also da braucht man dann so ein bisschen Energieausweis, wann wurde das Haus gebaut und einfach ein paar mehr Hard Facts, die man als Eigentümer aber ja, genau hat. Da würde ich dann einfach mit dir mal ein paar Sachen durchgehen und die Wohnung inserieren auf verschiedensten Stellen, dass man eventuell sogar mittelfristige Buchungen bekommt, die sehr, sehr gut preislich unterwegs sind. Das ist natürlich jetzt auch gerade im Rahmen der Corona-Krise, wo man nicht genau sagen kann, wie weit es geht jetzt, was jetzt passiert, wie das mit den Impfungen weiterläuft und so. Genau, ist das eine ganz, ganz praktische Lösung, wo man dann auch sehr, sehr gut mittelfristig untervermieten kann für 3 bis 6 Monate. Ich habe jetzt auch schon von Fällen gehört, wir sind 3, 4 Jahre drinne. Das ist natürlich nicht ganz das Ziel bei uns. Aber dass wir da in die Richtung einfach auch die Optionen uns offen halten und da die Kontakte pflegen. Genau. Du, absolut. Was mir noch kam als Idee, also sehr guter Ansatz auf jeden Fall, ergänzt das Ganze dabei. Ich habe noch was anderes gehabt und zwar haben wir unser Lager ist quasi eine Querstraße weiter.
Und in dem Lager, da ist jetzt im ersten, wo wir wohnt, da im Wohnhaus, ein älteres Ehepaar. Und die haben jetzt halt bei der Krankenkasse beantragt, dass sie ein ebenerdiges Bad kriegen sollen. Und zwar ist halt den Klassiker, dass du halt immer die Stufen dabei hast, so bei Badewanne oder bei Dusche. Und die haben jetzt halt die Schwierigkeit, ich glaube, die sind, glaube ich, um die 80 rum, also 70, auf jeden Fall hohe 70 oder wie gesagt, oder die knappen 80 gerade erreicht. Und die haben jetzt bei der Krankenkasse genehmigt gekriegt, dass sie jetzt ein neues Bad kriegen sollen. Und da kann mir jeder eigentlich, ist es ja optimal, dass du das auch dann quasi als Zwischenbelegung nehmen kannst im Bestand. Wenn du sagst zum Beispiel, jetzt kriegst du ein neues Bad und wenn du jetzt nur eins hast, dann hast du ja mindestens 2 Tage kein Frischwasser und kein Abwasser. Das heißt, Hygiene ist dann sehr, sehr bescheiden. Abgesehen davon von Krach, den du von morgens bis abends hast, von ganz viel Dreck, den du auf jeden Fall dann hast, dieser feine Baustoff, den du immer hast, wenn da sowas dran ist, dem kannst du alles ziemlich elegant entgegnen und kannst sagen, pass auf, für die 2 Wochen oder eine Woche oder ich weiß nicht, je nachdem, man kann man ja durchplanen, kann ich dir als so eine Poolwohnung zum Beispiel so ein Apartment zur Verfügung stellen. Dann kannst du das ja bei dir als bei Airbnb und bei Booking heißt, kannst als nicht vermietbar in den Zeitraum quasi blocken, damit also nicht eine Doppelbuchung passiert. Und dann könntest du quasi ja die Leute da ausquartieren. Was wir auch oft haben ist, weiß oft, bei uns alle 2 Jahre brennt im Bestand ein Haus ab. So, das ist halt immer das Problem. Dann hast du halt auf einmal 6, 7, 8 Familien, die auf einmal zumindest für ein paar Wochen irgendwie Obdach brauchen, bis sie Ausweichmöglichkeiten haben. Auch da ist eine Möglichkeit, wo du sagen kannst, pass auf, ne, ich kann dir kurzfristig mal sowas zur Verfügung stellen, wenn du deinen eigenen Bestand hast. Also ich habe das für mich jetzt nochmal so überlegt, dass das durchaus auch Sinn macht, für uns als Hausverwaltung, dass wir quasi so eine Ausweichwohnung mal zur Verfügung haben. Ne? Und jetzt aktuell haben wir das Problem, wir haben Neubau, oder heißt Neubau, ist schon 5 Jahre alt, aber ist halt bei Immobilien halt kein Alter. Da läuft jetzt enorm viel Wasser durchs Dach rein. Ich war heute mit dem Dachdecker draußen, ja, aber momentan alle Dachdecker sind halt, die gehen nicht aufs Dach. Es ist Eis und Schnee auf dem Dach, also hier in Essen hat es ordentlich geschneit. So, den kannst du halt auch sagen, pass auf, ich kann dir anbieten, entweder du bleibst hier oder wir können dich so lange zwischenparken in einer komplett eingerichteten, möblierten Wohnung. Also das Ding ist ja komplett fertig. Du brauchst im Prinzip ja noch den Schlüssel oder Schlüsselcode und die können sofort dafür den Zeitraum einziehen. Also ich habe überlegt, das ist für uns. Um unser Portfolio, wir haben ja den Ansatz, dass wir sagen, wir wollen unsere Kunden zufriedenstellen, eine möglichst hohe Zufriedenheit dabei haben. Und wie geil ist das denn, wenn dein Vermieter dir temporär kurzzeitig für alle möglichen Maßnahmen sagen kann, hör mal, ich habe eine fertige Wohnung, da kannst du mal irgendwie für 2 Tage rein. Ne? Also ist schon echt eine coole Sache. Ja, das ist wirklich super. Also, das ist auch das, wo ich mich gerade noch ein bisschen schwer getan habe, wo ich überlegt habe, wie ich diesen Kontakt so herstellen kann. Aber klar, über die Hausverwaltung am einfachsten, weil ich auch an Wasserschäden gedacht habe, ne? Also, ich hatte das selber schon und wer kennt es nicht? So ist es alles nass, du kannst da drin nicht pennen, die müssen da trocknen. 2, 3, 4, 6, 8 Wochen, je nachdem, wie dolle der Schaden ist. Und in der Zeit musste ja irgendwie irgendwo runterkommen. Und kaum jemand hat halt einen guten Kumpel, der einen da 4, 6 Wochen auf der Couch schlafen lässt und geschweige denn, dass man das will. Und man hat ja Anspruch auf Hotelübernachtung, Unterbringung durch die Gebäudeversicherung. Und das wäre ja dann die smartere Variante, ne? Man ist in keinem großen Gebäudekomplex mit vielen Gästen, sondern man hat da einfach sein eigenes Reich. Kann sogar seine Sachen ja mitnehmen und provisorisch unterstellen. Oder wenn ihr dann sagt, okay, ihr habt im Lager ein gewisses Kontingent, dass ihr das auch noch abfedern könntet, beispielsweise, ist das natürlich eine super, super Sache. Das stimmt. Also absolut. Oder was wir auch immer oft haben, ist Heizungsausfall. Wenn irgendein Bauteil an Heizung kaputt geht, das passiert ja immer meistens samstags nachts oder sowas, dann muss der Notdienst raus, der stellt fest, okay, ich muss das bestellen. Dauert aber 3, 4 Tage oder sowas, auch per Express. Teilweise kommen die aus dem Ausland oder so, die Sachen. Je nachdem, was das für ein Hersteller ist von der Heizungsanlage. Auch da ist eine Möglichkeit, wo du sagen kannst, pass auf. Also dafür haben wir zum Beispiel, wir stellen kostenlose Radiatoren zur Verfügung. Also das heißt, die haben wir selber gekauft und wir die stellen wir kostenlos. Aber wenn es da zum Beispiel besondere Umstände gibt, weiß nicht, Säugling, keine Ahnung was, also irgendwie so, wo du sagst, okay, das ist so ein Härtefall, also wo du sagst, das ist halt irgendwie schon harte Zumutung. Auch da, also das ist auf jeden Fall, ja, finde ich, das rundet unser Angebot, unser Portfolio als Großvermieter und als Hausverwaltung auf jeden Fall sehr, sehr cool ab. Also, dass man da immer spontan ausweichen kann, spontan relativ, je nachdem, ich meine, zu Corona-Zeit wird die Buchung ja, glaube ich, wird da bestimmt ein paar Tage leer stehen.
Und wie gesagt, sonst kann man es bestimmt auf jeden Fall auch andersweitig dann noch mit dann dazu packen. Also das ist eine echte Option. Ich mir gedacht, irgendwann später mal gekommen ist, wie gesagt, mit der Geschichte mit dem Badezimmerumbau. Also das Coole an der Geschichte, wie du es gerade beschreibst, ist halt, wir sind halt wirklich nicht in einem Feriengebiet in Essen. Und dadurch haben wir nicht dieses, es ist jetzt schon der Mai bis Juli ausgebucht, ne? Also wir werden nie diesen Luxus haben, dass wir lange im Voraus Buchungssicherheit haben. Das ist wie in Leipzig. In Leipzig habe ich auch maximal 2 Wochen Buchungssicherheit, außer es kommt eine Langzeitbuchung rein. Und durch diesen Moment ist man dann doch schon flexibel, ne? Also man kann vielleicht sagen, okay, ich kriege dich jetzt nicht in den nächsten 5 Tagen unter, aber danach bist du wieder, also ist es möglich. Und was an der Geschichte ja auch noch cool ist, die Gebäudeversicherung zahlt ja die Hotelunterbringung und die sind ja in der Regel relativ teuer. Du hast ja, ja dann auch nicht immer. Musst du aufpassen? Jein. Also viele haben die mit alle rausgenommen. Da musst du genau hinschauen bei den Policen. Oft ist es auch so, dass du dafür mit einer Hausrat brauchst und die Hausrat muss es auch dann einschließen. Und auch die Hausrat mittlerweile, also ich meine, es ist so, Wohngebäudeversicherung war lange Zeit alles sehr, sehr viel mit Überschuss und sehr, sehr großzügige Tarife und sehr, sehr viele Leistungen. Die letzten 4, 5, 6 Jahre, es gibt viele Versicherer, die haben die Gebäudesparte komplett gekündigt oder verkauft. Ne, auf einmal eingestellt, weil die einfach nicht mehr lukrativ ist. Und also das eine ist, du hast nicht mehr viel da drauf an Marge. Und das andere ist dabei, der Bestand im Ruhrgebiet ist halt der typische Nachkriegswiederaufbau. Das heißt also im Krieg halt zerbombt, 50er, 60er Jahre Wiederaufbau. Und die kommen jetzt alle im Alter, wo die enorm viele die Rohre halt nachgeben. Deswegen ist auch die Wohngebäudeversicherung total allergisch gegen Wasserschäden. Und da gehen die halt immer drastisch mit den Leistungen immer nach und nach runter. Und aktuelle Policen geben auf jeden Fall kein Hotel mehr, keine Übernachtungskosten mehr. Das macht jetzt nur noch eine Hausrat. Und da muss auch schon eine gute haben. Ne? Aber das ist, wir haben einen Rahmenvertrag, der das wieder hergibt. Also muss man halt im Einzelfall gucken. Wohngebäudeversicherung ist ein schwieriges Thema, weil da sind sehr, sehr viele Optionen und sehr, sehr viele Abhängigkeiten dabei. Ne? Deswegen okay. Also super dabei. Aber Fakt ist ja, zum Beispiel Unwohnbarkeit der Wohnung, also zum Beispiel der klassische Fall ist, wenn ein Objekt abbrennt, dann kriegst du den aktuellen Mietpreis. Das heißt also, wenn das Objekt zu der Zeit, wo es abbrennt, keine Ahnung, 100 Euro oder ich sag mal irgendwie 80, 800 Euro Kaltmiete wäre, kriegst du diese Erstattung. Keine Hotelkosten, du kriegst also die Kaltmiete. Das heißt, du musst dann auch schon ein bisschen mit Budget gucken. Du hast also jetzt nicht unbegrenztes Budget, wo du sagen kannst, nehme ich jetzt Sheraton oder Hilton oder nehme ich jetzt das Penthouse oder so. Ne? Also das ist nicht mehr so schön. Ne? Und daher ist es vielleicht auch gerade deswegen eine spannende Alternative, wo du sagen kannst, ja, weiß nicht, wenn jetzt irgendwie 3 Wochen da bleibst, was, dann kann man mit Sicherheit dann auch irgendwie gucken, dass du auf irgendein Mietniveau von der Wohnung kommst oder sowas oder wie auch immer. Ne? Ja, das stimmt. Ja, klar. Und für euch ist natürlich auch ein super Service in der Hausverwaltung, einfach schon direkt eine Alternative bieten zu können. Ja, ja absolut. Ne? Wer hat das schon? Wenn was passiert, kannst du sofort sagen, pass auf, ich check mal kurz die Ausbuchungsmöglichkeit. Ab heute Abend kannst du bis, keine Ahnung, nächsten 8 Tage ist frei. Möchtest du ja oder nein? Ne? Also noch mehr kannst du ja kaum entgegenkommen sein. Das stimmt, ja. Genau. So, Next Steps, Kelvin. Das ist Status Quo. Wo geht es jetzt hin? Also wie gesagt, ich würde jetzt gucken, dass wir nächste Woche forcieren, die Bausachen fertig zu kriegen. Dann wäre Boden ganz wichtig, dass wir den Boden drin haben. Und dann könnten wir ja wahrscheinlich übernächste Woche anfangen mit Möbelaufbau, mit der Bestückung. Das heißt, wir müssen dann die Restbestellung nochmal abschicken. Wir haben jetzt ungefähr die, ich weiß nicht, hast du ja besseren Blick davor als ich. Ich hätte jetzt vom Gefühl gesagt, die Hälfte ist jetzt ungefähr schon beschafft. Das heißt, die andere Hälfte fehlt uns noch. Wir brauchen ein bisschen weniger. Also wir haben so gut 3/4, würde ich sagen. Und dann kommt es auch nochmal so ein bisschen auf Feintuning an. Einfach, das merkt man dann, was noch fehlt, was nicht. Genau. Ich gucke nochmal drüber, dass wir die essentiellen Sachen alle haben dann. Bett soll ja auch update-mäßig nächste Woche da sein. Genau, also habe ich jetzt für Ende nächste Woche eingeplant. Bett habe ich, wie gesagt, Ende nächste Woche erstmal geplant, also mal gucken. Bin ja spannend, ob es kommt, wie es kommt. Es ist ja auch wirklich sehr gut. Müsste am besten dann auch dahin geliefert werden und nicht erst zu uns oder so.
Genau, aber das heißt ja, bis dahin unser Ziel, dass wir dann bis Ende nächste Woche der Boden drin ist, weil das Bett wird sehr wahrscheinlich ja, an einem Stück oder zumindest sehr kompakt kommen, dass man da nicht nochmal irgendwie das, weil du hast ja keinen Platz, du hast ja keinen zweiten Raum, ne? Also du kannst ja schlecht sagen, ich stelle jetzt das Bett kurz ins Wohnzimmer, um im Schlafzimmer den Boden zu legen, ne? Und dann wieder zurück. Deswegen wäre also unser Ziel, dass wir also bis Ende nächster Woche den Boden haben. Ja, Möbel, Möbel, Möbel. Genau. Ja, und so viel mehr Next Steps gibt es ja gar nicht. Ich würde sagen, wir gucken mal, du hast das fleißig verlinkt, sonst haben wir keinen Kommentar bekommen. Ach so, genau, gut. Guter Ansatz. Ich gucke mal. Genau. Unter den letzten Videos einen Kommentar, gab es da irgendwas? Hast du noch was auf dem Schirm? Ich gucke mal bei YouTube. Ich habe es nicht wirklich auf dem Schirm, weil das letzte Video schon 2 Wochen her ist. Ja, ist ganz schön lange her. Aber das ist schon ein paar Tage her. Ich gucke mal kurz, ob. Hier waren wir live, 5 Kommentare, das sieht doch schon mal ganz gut. Achso, das sind alles meine Kommentare und deine Frau. Sehr gut. Facebook, was da ist. Ja, schon lange her, ich muss lange scrollen. Ansonsten nochmal die, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr also irgendwas unklar sein sollte, wenn irgendwas zu schnell ging, wenn ihr irgendwelche Details zu Roamlike vielleicht wissen wollt oder wenn irgendwas noch unklar sein sollte, dann bitte in die Kommentare rein. Die Kommentare, wir besprechen die immer im letzten, ja, letzten 10 Minuten von jeder Folge. Wenn es also dazu Fragen gibt, dann gehen wir da gerne drauf ein. So, ich gucke jetzt gerade, da ist. Achso, die haben wir schon besprochen. Das war hier die Auslastung, die planst du die in kleineren Städten, wie haben wir die Dings? Das haben wir alles schon beantwortet, ne? Also, Kommentare durch. Hast du YouTube schon durch? Ja, genau, da kam nichts mehr. Okay, genau. Das war das. Okay. Ich glaube nicht. Ansonsten, wenn wir was vergessen haben, dann würden wir das bis zur nächsten Folge mal aufarbeiten. Sonst müsst ihr jetzt ja nicht irgendwie beim Scrollen zugucken. Ja. Also mir ist nichts ins Auge gesprungen. Wenn es Fragen gibt, bitte gerne posten. Wenn es euch gefällt oder gefallen hat, wie immer, ihr wisst, die Währung ist hier, Daumen hoch, teilen, liken, ja? Bei YouTube die Abo dalassen, Glocke aktivieren, damit ihr jedes neue Video auch mitkriegt und keins mehr verpasst. Weil wir hier, das seht ihr wahrscheinlich am Titel auch, wir sind schon bei Folge 7. Das ist, wir begleiten hier live 1:1 die ganze Geschichte. Ja, nächste Folge, Kelvin, sollen wir vielleicht nochmal Zahlen nochmal auffrischen? Dann werden wir wahrscheinlich alle Bestellungen durch haben. Das heißt, dann werden wir so eine komplette Einrichtung mal in Zahlen und auch mit der Abschreibung nochmal vielleicht mit bewerten dabei. Das wäre vielleicht mal ein Thema, was wir machen könnten, dass wir mal die Zahlen offenlegen. Ja, das können wir auf jeden Fall. Du würdest dann vielleicht gucken, ob wir mit diesen Langzeitmietern irgendwas. Ja. Genau, also ja, ich muss mal gucken, da kann ich ja nur die Inserate erstellen, wenn Bilder da sind. Also das kommt dann wahrscheinlich eher ein bisschen später, aber vielleicht kann ich da schon mal aussieben, was für Essen in Frage kommen könnte. Habe schon mal ein paar angerufen oder so. Und ansonsten ja, die Bestellungen finalisieren. Dann da das nochmal besprechen und dann einfach gucken, wie das Status-Update ist. Und dann komme ich ja auch irgendwann mal nach Essen, wenn es die Deutsche Bahn und alles andere zulassen. Genau, Nuki können wir jetzt auch uns kümmern um das Schlosssystem. Da können wir dann auch nochmal nächste Woche drüber sprechen. Da hat Roamlike endlich einen Deal drin. Unbedingt. Also das ist für mich auch noch so ein Punkt, den ich noch nicht ganz, nicht verstanden ist das falsche Wort, aber weil ich sehr interessiert, wie das gelöst wird, ne? Weil dadurch, wenn es gut löst, davon wirst du jetzt abhängig oder unabhängig davon von dem Ganzen. Ne? Das heißt, du musst nicht irgendwie abends um 10 Uhr stehen und hier ist ein Schlüssel oder sowas übergeben. Ne? Deswegen, also das können wir mal ein bisschen vertiefen, weil da habe ich echt viel Interesse dran, das mal zu erfahren, wie das funktionieren kann, dass man das elegant remote und am besten automatisiert irgendwie hinkriegt. Ja, genau. Definitiv. Sehe ich auch so. Ich packe nochmal den Link von der Podcast-Folge mit Roamlike
unten drunter und ansonsten vervollständige ich die Links. Genau, also Pack Online die habt ihr ja gehört, die haben einiges in der Pipeline. Wir hatten auch schon, es ist ja mal so, dass wir ja schon Vorgespräche hatten. Wir haben uns 10 Minuten vorher getroffen, bevor wir live gegangen sind. Es sind ein paar Produkte auch genannt worden, aber das wollte jetzt nicht publik gemacht werden. Also das heißt, wenn ihr jetzt da ja in dem Bereich tätig seid oder Interesse habt da an der Zusammenarbeit, wie gesagt, meldet euch einfach an und besucht den Shop. Ich weiß nicht, ob man dann irgendwelche Newsletter kriegt oder sowas, vielleicht kann man sich da anmelden. Aber wie gesagt, das Konzept fand ich jetzt auf jeden Fall, wie ich gerade sagte, das war dieses klassische Win-Win-Win. Wenn man es also ohne weiteres, jeder als Gewinner dabei rausgeht, hört sich für mich ganz cool an. Und wie gesagt, wenn du damit halt Mehrwert liefern kannst, günstiger einkaufen kannst, why not, ne? Genau, ja. Ja. So gesehen, durchgerechnet sind es eigentlich sogar 4 Wins, weil Roam Lake ja auch noch was gewinnt. Ich aber was gewinne, der Kunde was gewinnt und meine Gäste was gewinnen. Also es hört gar nicht mehr auf zu klingeln. Ja, genau. Gut, ja. Also ein Vierfach-Win. Ein Vierfach-Win. Sowas, was es eigentlich sonst nie gibt. Gegen das Gesetz. Ich glaube, das ist ja, genau. Ein mega geiles Schlusswort. Das sollten wir auch dabei belassen, weil das können wir nicht mehr toppen. Also, wann sehen wir uns wieder, Kelvin? Nächste Woche Montag. Genau, wir machen es einfach nächste Woche Montag und entweder wird es halt eine kürzere Folge oder wir kriegen die 60 Minuten doch noch irgendwie voll. Ich genau. Befürchte, wir kriegen immer voll. Also wollte ich auch gerade sagen. Nächste Folge ist der 1. Februar. Mhm. Wie immer 20.30 Uhr, daran ändert sich nie was. Gut, okay. Nee, prima, dann haben wir auf jeden Fall was zu tun. Wir Perfekt. Berichten auch auf jeden Fall. Das, was wir vergessen haben, ist das digitale Gästebuch. Unbedingt das kommt nächste Woche, genau. Das wollte ich ja schon mal so gemacht haben. Haben wir heute nochmal gedacht, kann man drauf. Also vielleicht, wenn du damals vorbereitest, dann hättest du noch was zu tun, Kelvin. Das ja. Tut mir leid für dich, aber... Nö, ist okay. Aber dass wir vielleicht noch was vorstellen, weil, wie du schon gesagt hast, man kennt natürlich aus den Ferienhäusern und aus diesen ganzen Bungalows, kennt man natürlich diese Gästebücher, auch in Hotels, ne? Aber halt richtig halt... Ne, wie man es halt kennt als Papier. Und daher wäre so digital schon spannend, weil digital hat ja den Vorteil, du kannst ja auch immer sehr, sehr zeitnah was austauschen. Ne? Wenn jetzt ein Link sich ein Produkt wechselt oder weiß nicht, irgendwas sich geändert hat oder irgendeine Haltestelle auf einmal verlegt wurde oder wegen Bauarbeiten geschlossen ist, dann musst du nicht auf einmal irgendwie alle mit einem Textmarker oder durchstreichen oder wie auch immer oder neu drucken. Du kannst einfach, ne, editieren und das PDF ist dann halt auf einmal steht es halt mit aktuellem Wert drin. Das ist schon praktisch. Und ich denke auch, dass das auch so ein Ding auch ist, wo du halt sagen musst, es ist halt auch State of the Art. Ne? Ich sag mal, das ist schon ein bisschen 80er, wenn du hingehst und sagst, hier hast du 20 Zettel, ne? Und am besten ist es noch so eine, wie man das aus der Schule kennt, so Kopie von der Kopie von der Kopie oder so, weißt du, wo das schon so richtig so krisselig ist und so weiter. Ne? Also, weil man nicht das Original kopiert, sondern man eine Kopie davon kopiert oder sowas. Ne? Ja. Spricht wahrscheinlich auch für sich, wenn man sowas macht. Und von daher... Runde das Ganze, finde ich, ab. Sollen wir auf jeden Fall gucken. Wer hat dieses Schlosssystem? Wäre auf jeden Fall ein spannendes Ding. Und wie gesagt, Zahlen, Zahlen, Zahlen. Ne? Das ist doch ja, mal... auf jeden Fall. Ich kann das voll kriegen damit, da bin ich mir ganz sicher. Okay, Kelvin, Schlusswort hast du gesagt. Der Vierfach-Win. Nur hier, nur bei uns am Kanal. Genau. Ja, und bis dahin. Bis nächste Woche. Ich freue mich. Mal gucken, was wir bis dahin zusammengeschnibbelt kriegen. Alles klar. Kelvin, hat mich sehr gefreut. Und schaltet wieder ein nächste Woche, 20.30 Uhr. Bis bald. Genau, bis bald.